Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und freue mich über Ihr Interesse an dem Thema Phimose, was nichts anderes als Vorhautverengung heißt. In diesem Video erfahren Sie meine Erfahrungen und meine Empfehlungen. Bei den meisten Jungs ist die Vorhaut in den ersten 2 bis 3 Lebensjahren noch eng. Das heißt, sie lässt sich nicht gewaltfrei über die Eichel zurückziehen und das ist normal oder physiologisch, wie wir Mediziner sagen. Sie müssen also in den ersten 2 Jahren beim Baden und beim Waschen des kleinen Penis auf nichts Besonderes achten, nur ganz normal äußerlich waschen. Ab spätestens dem 3. Lebensjahr wird die Vorhaut bei den meisten Jungs elastischer und lässt sich ohne Gewalt zurückstreifen, zumindest soweit es die ebenfalls physiologische Verklebung der Vorhaut mit der Eichel zulässt. Wenn sich diese Verklebung löst, kommt dann meistens das Smegma zum Vorschein. Das ist so ein weißlich-bröckeliges Material, welches oft etwas muffig riecht, insbesondere dann, wenn die Eichel über längere Zeit nicht gewaschen werden konnte. Smegma ist eine Art Schmierstoff, der dafür sorgt, dass die Vorhaut über die Eichel gleiten kann, ohne sie aufzurüpseln, und dieses Smegma wird ständig neu gebildet. Es wird aber auch alt und ranzig und kann zu unangenehmem Juckreiz und damit zum Kratzen führen. Dieses Smegma sollte deshalb in regelmäßigen Abständen abgewaschen werden. Es genügt aber völlig, einmal pro Woche die zurückgestreifte Vorhaut und die dadurch freigelegte Eichel im Wasser, beim wöchentlichen Baden oder Duschen einfach mit Wasser mit der Hand oder mit einem weichen Waschlappen nur sauber zu wischen. Wenn nun aber die Vorhaut nicht elastischer wird und sich weiterhin nicht zurückziehen lässt, bildet sich eine Art Schnürring beim Versuch des Zurückstreifens. Ich habe das mal versucht, mit Skizzen darzustellen. Auf der ersten sehen Sie eine Schemazeichnung von der Eichel und der Vorhaut bei normalen Verhältnissen. Die Vorhaut bedeckt die Eichel ganz. Sie erkennen auch den Pfeil, der auf den Bereich am unteren Ende der Eichel zeigt, wo das Smegma entsteht und abgesondert wird. Von dort verteilt es sich rundum über die ganze Eichel. Auf der zweiten Skizze sehen Sie die typische Engstelle, die dann entsteht, wenn das Zurückstreifen der Vorhaut wegen fehlender Elastizität nicht möglich ist. Mich erinnert solch eine Engstelle, also eine Phimose, an eine Sanduhr. Wenn man nun einfach mit Gewalt versuchen würde, die Vorhaut über diese Engstelle hinweg über die Eichel zu ziehen, ist das erstens sehr schmerzhaft und zweitens führt es zu Einrissen der Vorhaut, die dann vernarben. Und da Narben immer schrumpfen, wird die Engstelle dadurch noch enger und die Situation insgesamt noch schlechter. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum soll denn die Vorhaut überhaupt zurückgestreift werden? Die Frage ist absolut berechtigt, weil solange es keine Probleme gibt, muss man an der Vorhaut tatsächlich nach meiner Meinung auch nicht mit Gewalt manipulieren und kann so lange hoffen und warten, bis sich im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss der natürlichen Entwicklung, der natürlichen Hormone, die Phimose in Luft auflöst. Aber meist muss bei einer echten Phimose über kurz oder lang eben doch mit Problemen gerechnet werden. Zum einen, wenn bei einer reflexmäßigen Erektion, die auch schon die kleinen Jungs bekommen können, die Vorhaut eben nicht über die Eichel gleiten kann. Dann tut das weh, die Vorhaut bekommt diese Einrisse genau davon und damit die schrumpfenden Narben. Und zum anderen, dieses Smegma wird mit der Zeit ranzig und wenn es nicht weggewischt werden kann, weil die Vorhaut ja den Weg dazu wegen der Engstelle nicht freigibt, kann eine Vorhautentzündung entstehen, eine sogenannte Balanitis. Eine Balanitis kann auch deshalb auftreten, weil sich Bakterien in der Höhle zwischen Vorhaut und Eichel ungestört vermehren können. Spätestens wenn solche Beschwerden auftreten, muss nach meiner Ansicht und nach der Ansicht meiner meisten Kollegen unbedingt und dringend versucht werden, die Phimose zu beseitigen. Da gibt es zum einen die konservative Methode. Das heißt, es wird mit Salben versucht, die Vorhaut elastischer zu machen.
Bei den Salben gibt es zwei Wirkstoffe, die zum Einsatz kommen: Mometason aus der Klasse der Cortisone und alternativ dazu das Hormon Östrogen. Diese Salben sollten maximal 4 Wochen lang regelmäßig einmal täglich aufgetragen werden. Im Idealfall lässt sich schon bald, spätestens nach 4 Wochen, die Vorhaut zurückstreifen. Und in etwa der Hälfte meiner Fälle ist diese Behandlung schon nach einer einmaligen Serie erfolgreich. Wenn es zum Rezidiv kommt, das heißt also, wenn die Phimose erneut auftritt, kann ein zweiter und auch ein dritter Salbenversuch unternommen werden, die Phimose zu beseitigen. Und wenn die eine Salbe nicht hilft, kann die andere versucht werden. Lässt sich aber mit diesen konservativen Salbentherapiemaßnahmen die Vorhaut nicht dauerhaft zurückstreifen, ist die chirurgische Entfernung der Vorhaut, die sogenannte Beschneidung oder Zirkumzision, unumgänglich. Dieser Eingriff erfolgt in der Regel ambulant. Er wird von Kinderurologen und Kinderchirurgen unter Vollnarkose durchgeführt. Die ersten Tage nach der Operation sind etwas unangenehm oft, aber insbesondere bei den älteren Kindern, aber nach 2 Wochen ist in den meisten Fällen das Schlimmste vorbei. Bleibt noch die Frage, wann ist der ideale Zeitpunkt dafür? Wenn absehbar ist, dass eine Phimose nicht konservativ zu korrigieren ist, sollte mit der Operation nicht mehr lange gewartet werden. Am günstigsten ist es, wenn eine Phimose vor dem Eintritt in die Schule operativ versorgt ist. Eine Besonderheit der Phimose möchte ich nicht unerwähnt lassen. Schon bei Babys kann sich eine Phimose dadurch zeigen, dass beim Wasserlassen sich die Vorhaut wie ein Ballon aufbläht, sich das Baby richtig anstrengen und pressen muss und der Urinstrahl dann ganz dünn und mit großem Druck und mit großer Geschwindigkeit austritt, so dass man damit eine Fliege von der Wand abschießen könnte, wie ein Kinderurologe mir einmal bildhaft dies zu beschreiben versuchte. Das ist natürlich auf Dauer nicht angenehm und führt neben der erhöhten Balanitis-Gefahr auch zu einer Verdickung der Blasenwand sowie zu dem Risiko des Refluxes, also Rückfließens von Urins in die Nieren, was auch nicht gut ist. Tritt also eine solche Ballonierung auf, muss ebenfalls umgehend versucht werden, entweder mit Salben oder schlussendlich mittels einer Beschneidung dieses Übel zu beseitigen. Ich fasse also nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Die Phimose ist in den ersten 2 Lebensjahren physiologisch, also normal. Meist verschwindet sie von alleine bis zum 3. Lebensjahr. Sie muss nach meiner Meinung dann behandelt werden, wenn sie Probleme macht. Probleme können sein Vorhautentzündung, die Balanitis, Schmerzen, Vorhauteinrisse bei der Erektion und die Ballonierung der Vorhaut beim Wasserlassen. Behandlungsversuche mit Salben sind oft erfolgreich. Wenn nicht, muss eine Beschneidung durch den Kinderurologen oder Kinderchirurgen erfolgen. Idealerweise sollte spätestens bis zur Einschulung eine Phimosenoperation durchgeführt worden sein. Ein Wort noch zur Vorhautreinigung. Ich habe ja erwähnt, wie wichtig die regelmäßige Reinigung einmal pro Woche der Vorhaut und der Eichel ist, aber nicht um jeden Preis, also dass man nicht mit Gewalt die Vorhaut über die Eichel ziehen darf. Das sollte nie gemacht werden, weil es sonst eben zu diesen Einrissen und damit diesen Vernarbungen kommt. Ich empfehle aber regelmäßig bei der U7 beim Baden danach zu schauen, wie weit sich die Vorhaut zurückstreifen lässt. Dabei am besten mit 4 Fingern die Eichel umfassen und vorsichtig und ohne Gewalt und ohne Schmerzen auszulösen die Vorhaut zurückstreifen. Und dann sanft die freigelegten Teile der Eichel und der Vorhaut abwischen. Sie haben gemerkt, zumindest ich konnte die Phimose nicht in 3 Minuten besprechen. Dazu ist das Thema viel zu komplex. Und doch gibt es nach meiner persönlichen Erfahrung noch weiteren Erklärungsbedarf zu den mit der Phimose verquickten Themen Balanitis, Vorhautverklebung. Auch die Beschneidung an sich gehört dazu. Und deshalb bespreche ich diese Themen in jeweils eigenen Videos. Vielen Dank!